Das Wort gemeldet der Abgeordnete Schmuckenschlager. Herr Präsident, geschätzter Herr Bundesminister, Herr Staatssekretär, sehr geehrte Damen und Herren, Hohes Haus! Diese Woche hat die Vereinigten Nationen bekannt gegeben, dass auf dieser Welt 8 Milliarden Menschen leben. Eine Zahl, die uns eigentlich die Verantwortung für Land- und Forstwirtschaft besonders klar und deutlich macht. Denn es sind zwei Faktoren und zwei wesentliche Säulen: die Ernährung und auch die Bereitstellung von Energie, die aus diesen Rohstoffen, aus diesem Sektor kommen, um unser Leben zu erhalten. Und diese Versorgungssicherheit wird tagtäglich von den Bäuerinnen und Bauern in Österreich sichergestellt. Und dafür dürfen wir Danke sagen. Ich möchte mich aber auch bedanken beim Bundesminister für dieses Budget, das Stabilität gibt. Und ich glaube, wenn man der Debatte gefolgt ist, und ich hoffe, dass das viele getan haben, draußen vor den Fernsehgeräten, dann erkennt man schon sehr gut, dass auch die Land- und Forstwirtschaft und damit die Versorgungssicherheit Österreichs bei der ÖVP gut aufgehoben ist. Blicken wir zur SPÖ, da spielen wir Arbeitnehmer gegen die Bauern aus, alleine mit dem Beispiel von 20.000 Euro. Blicken wir zu den Blauen, dann sehen wir, dass große gegen kleine Bauern, Verarbeiter gegen Produzenten ausgespielt werden. Und schauen wir auch zu den Neos, dann haben wir eher die Nullnummer. Aber letztendlich geht es doch darum, Perspektiven zu entwickeln für die Land- und Forstwirtschaft. Und wir erkennen in dieser Diskussion, dass Land- und Forstwirtschaft mit all den Anforderungen ja Projektionsfläche aller und vieler gesellschaftlicher Themen ist. Naturschutz, Biodiversität, Klimaschutz, all diese Themen haben wir hier zu bringen. Das sind enorme Herausforderungen. In der gemeinsamen Agrarpolitik versucht man, das letztendlich abzudecken. Auf der anderen Seite dürfen wir aber nicht vergessen, dass wir die Versorgungssicherheit erhalten müssen. Das heißt, in Zukunft geraten wir immer stärker in diesen Zielkonflikt der Extensivierung, Biodiversität, Pflanzenschutzrücknahme, Tierwohl, all diese Extensivierungsmaßnahmen, aber die Notwendigkeit, Produkte zu haben, mit denen wir einerseits die Energiewende aus der Biomasse schaffen, andererseits volle Versorgung mit der Ernährung haben. Und das ist ein Thema, das wir in Europa noch genauer diskutieren werden. Und genau das bildet dieses Budget ab. Diese Abwägung, die tut oft weh in vielen einzelnen Punkten, in einzelnen Bereichen. Aber sie ist notwendig. Und dieser Extremismus lässt sich hier nicht leben. Hier müssen wir Stück für Stück vorankommen. Denn zwei große Punkte, die Digitalisierung und Automatisierung, wird den Arbeitsplatz Bauernhof massiv verändern. In Zukunft, hier müssen wir auch unterstützen in dieser Transformation. Das macht auch die Bundesregierung mit den Geldern für die Transformation. Und die Lebensader Wasser, die gilt es zu schützen und vor allem für jene Gebiete auszubauen mit einer Bewässerungsinfrastruktur, wo wir den Rückhalt unserer Rohstoffe, vor allem im Getreidebereich, haben. Ich glaube, diese Stabilität ist mit dem Budget gegeben. Die Stabilität brauchen wir. Und die Stabilität bildet das perfekt ab. Mit dem Agrardiesel, mit dem Energieprogramm, aber auch mit der Frage der steuerlichen Kulisse, die nicht für Neiddebatten geeignet ist, sondern letztendlich jene Gruppe unterstützen soll, die die Basis für unser Leben legt. Johannes Schmuckenschlager von der ÖVP war das. Er ist Umwelt- und Klimaschutzsprecher seiner Partei.